Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von den Rumgeschichten. Ihr seht im Hintergrund, fährt schon Kahn an uns vorbei. Den könnten wir direkt mal looten. Aber nein, wollen wir nicht. Wir wollen eine Mission weitermachen, die wir in den letzten Folgen mal gestartet haben. Mehr dazu gleich, aber erstmal hallo Zwiebel, hallo Brilli. Hallo. Moin, hi. So, und zwar ist das unter Missionen Seemannsgarn The Seabound Soul, Kapitel 3. Yes. Wo befindet sich die dritte Seele, ist jetzt die Frage. Ah ja. Und das war nochmal gerade für die Zuschauer, wir haben ja jetzt auch sehr lange nicht aufgenommen tatsächlich, fast einen Monat. Das heißt, wir sind ein bisschen raus, nicht mehr so gut wie früher wahrscheinlich. Aber gut. In der letzten Aufnahmesession ist unser Schiff untergegangen, weil der Mähne natürlich hier so ein Fass deponiert hatte. Was? Ja. Nein, in der letzten Session. Nicht in der letzten Folge. Ja, in der letzten Session. So. Ja, das stimmt, genau. Also es war einzig und allein meine Schuld. Mhm, genau. Weil ich ein Explosionsfass an Bord gebracht habe. Und natürlich ist das meine Schuld, weil ich weiß ja eigentlich, wie Zwiebel und Brilli drauf sind, especially Brilli. Ich hätte wissen müssen, worauf das hinaus soll. Deswegen, ich nehme die Schuld voll auf mich. Okay, ist schon mal fair. Danke. Also, finde ich gut. Danke. Und ich möchte nochmal klarstellen, ja, ich habe nicht auf das Fass geschossen, so wie mir unterstellt wurde. Ja, ich habe Linksklick gemacht. Ah, guck einer an. Das ist doch jetzt auch alles egal. Es ist doch aber ich glaube trotzdem, dass es nicht deswegen anging. Nein, es ist nicht egal, Mine. Es geht hier um die Piratenehre. So, ja Leute, dann machen wir jetzt Seemannsgarn. Müssen wir das jetzt irgendwie auswählen oder was machen wir jetzt damit? Irgendwie seid ihr total leise. Ich muss mal mein Teamspeak lauten, glaube ich. Das kann sein. Soll diese Seefahrt verworfen werden? Nein. Nein. Wie geht das? Ja, aber wie aktivieren wir die jetzt? Oder ist die aktiviert? Na, man muss einfach dahin fahren, denke ich mal. Jo. Wiedergabe. Tschüss! Ja, da verbraucht er unsere Kanonen. Wenn nicht, trefft die nicht. So. Das sind keine NPCs, ne? Okay. Dann, Fängt Krieg an hier direkt, der Junge. Was? Nein, lass uns einfach hier einfach mal Fersengeld und so. Wollen wir hier warten, Anker bis die hier hinkommen oder wollen wir losfahren? Nein, wir fahren los. Hallo? Hi, du stehst da mit deiner Klampfe. Ja, ich musste gucken, wie man die wegpackt. Mach mal hier mal die Segel. Der Wind kommt von vorn. So. Arr. Aber die haben den Schuss nicht für ernst genommen, die hauen wir da ab. Alles so, gut. Wir müssen nach Osten, richtig? Ja. Müssen wir? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich weiß nicht, woher mal, wo wir sind. Woher entnimmst du das, dass wir nach Osten müssen? Weil ich mich erinnern kann, dass es ganz im Osten auf der Karte war. Ich benutze mal den Kartentisch. Du, benutze mal den Kartentisch. Vorsicht, da vorne kreuzt einer. Wir verfolgen die und machen denen Angst. Auf welcher Insel waren wir denn da nochmal? Das ist ganz unten rechts, diese Inselgruppe, die so ein bisschen grauer ist als die sind etliche grauer. Ja. Ja, es sind halt etliche grauer. Das ist aber ein großes Schiff, ne? Ja, hier, Dreimaster. Da müssen wir hin und dann müssen wir gucken, wo dieses Geisterschiff da auf welcher Insel waren wir denn? Ui, was sind das für Leute? Was sind für Leute? Ja, dieses andere Schiff da vorne. Das ist auf jeden Fall ein großes Schiff und das sind aber keine Leute, sondern das sind NPCs, würde ich sagen. Okay, sind wir so dran? Naja, also ich bin mir so sicher, wie dass ich nicht auf das Fass geschossen habe. Auf jeden Fall kommen die aber hier in unsere Richtung. Also, beziehungsweise Mähne fährt genau darauf zu. Mähne? Ja? Alter, die rammen uns! Scheiße! Fuck off! Hallöchen! Wo sind sie denn? Ja, wo sind sie? Die beißen gleich, Junge. Ja, ich war unten unter Deck an der Karte. Egal, sie sind vorbei. Und weißt du jetzt, wo wir hin müssen oder nicht? Nee, noch nicht. Schießen die auf uns? Nee, ich habe nur Kontrabass gespielt. Aber die kreuzen, die wollen wieder aufholen, oder? Weiß nicht, wo wir hin müssen, wirklich nicht. Die schießen. Ja, dann geh mal ans Steuer. Die Pissflitschen haben geschossen. Ich weiß es noch. Vorsicht, incoming. Geh mal ans Steuer. Treffen die? Ja, du bist ja total verkehrt hier. Ja, du bist gefahren, ich hab überhaupt nichts gemacht. Also wir müssen zu The Devil's Roar da unten. Also erstmal geradeaus und dann nach Süden. Also ich würde sagen so bis zur nächsten, an der nächsten Insel vorbei und dann nach Süden. Also wir haben hier ein bisschen Stress an der Backen, ne? Hier hinten, die verfolgen uns und schießen auf uns. Kann doch nicht sein. Wir fahren weg.
Wie kann ich sein? Wo sind sie denn? Ja, hinten links. Ja, ihr müsst die Segel, wir müssen schneller sein, dann müssen wir die Segel einstellen. Ja, dann machen wir das mal. Nee, warte, das war falsch. Hier, Segelwinkel. So, jetzt haben wir richtig hier. Meins ist aufgeblasen. Hier, Spaß in den Backen jetzt hier. Der Knochen. Hier, jetzt wusch. So, jetzt fahren wir hier erstmal. Bist du am Lenken? Die verfolgen uns? Nee. Ich dachte, Mene? Nein. Da kommt jetzt gleich eine Insel. Ihr merkt, wir haben so viel dazugelernt. Wir sind so professionell geworden. Also ich habe jetzt Richtung Süden gelenkt. Wo sind sie denn? Ach du Scheiße, Alter, die sind genau hinter uns. Die sind genau hinter uns. Wo hast du Devil's Roar erblickt? Das ist ganz im Südosten. Das sind andere. Leute, wir haben Probleme. Holt Kanonenkugeln, Leute. Alter, wo fahrt ihr uns hier schon wieder hin, ey? Ich bin auf dem Weg. Wo sind sie denn? On the side. Ich kann gar nicht so gut. Das muss doch ein Treffer gewesen sein, Alter! Autsch! Sorry! Scheiße! Die haben uns gerammt, ich kann nicht mehr lenken. Ja. Wir müssen erstmal flicken. Ich kann nicht mehr lenken, sorry. Es ging nicht mehr. Flick du, ich hol hier Wasser raus. Wo ist denn der Kackeimer? Flicken, sagt. Wo ist der Eimer? Da. Das gibt's nicht mehr zu flicken. Doch, Mann. Flicken! Oh, wir haben hier so ein bisschen Kontakt mit dem Felsen vor uns. Ja, ich hab doch gesagt, ich konnte nicht mehr lenken. Also ich glaube, die schießen uns gleich so ein bisschen zu Brei. Ich hab getroffen. Rilly, du machst die Dinger aber, ja? Was? Du machst hier Nägel und so, ja? Sind wir irgendwo reingefahren? Ja, ein bisschen. Ja. So hört ihr mir schon wieder zu. Ich sag so, die haben uns gerammt, ich kann nicht mehr lenken. Und wo sind die jetzt? Hinter dem Felsen. Vor uns. Ne, vor uns ist ein Felsen. Ja, genau. Die sind also hinter dem Felsen sozusagen. Ich geh mal hoch auf den Mast. Warte, wir müssen erstmal die Segel runter machen. Ja. Geh mal auf den Mast und versuch sie mal zu snipern. Also hoch, die Segel hoch. Ja, ist schon klar, ich bin schon dabei. Alter, was für eine geile Situation, ey. Alter, richtig ich seh dumm sie. Schon wieder. Ich glaube, da ist Segel hoch jetzt nicht ganz so das Ideale, okay, aber. Doch, wir müssen erstmal hier wieder raus. Die kommt gleich von rechts. Wir kommen hier nicht raus, wenn die Segel unten sind und die ganze Zeit da Wind reinbläst. Okay. Also ich komme aber auch nichts gelernt. Egal. Weil du auch so der erfahrene Seebär bist, ne? Ja. Ja. Offensichtlich, weshalb hat uns denn gerade befreit? So, jetzt die Segel wieder runter. Und voll ist der Roller. Jetzt kommt sie, um die Kurve. Alter, okay, wir fahren weg von denen. Sehr gut. Komme ich jetzt hier runter, ohne zu sterben. So. Ich komme! Hör auf, das Schiff weiter zu drehen! Ich drehe doch, ich bin wenigstens am Steuer und bringe. Falsche Richtung, Leute! Ja? Wo fahrt ihr denn hin? Ja. Erstmal weg von den Typen. Ich muss das Schiff drehen. Bibel, du fährst genau in die falsche Richtung. Alter, ich will von den Typen weg. Kann man nicht. Die werden uns für immer verfolgen. Ja. Nein. Da kommt eine grüne Bombe. Grüne Bombe. Macht nix. Oh Gott, die sieht gut aus. Lenk mal nach rechts, Zwiebel. Nach rechts. Komm. Volle Möhre nach rechts. Wenn du weg von denen willst, musst du nach rechts. Mehr Möhre geht nicht. Okay, dann lass so. So ist gut. Okay, jetzt haben die Segel richtig Wind bekommen. Jetzt sind wir schnell. Und dann bleibe ich mal ein bisschen am Wind hier. Wenn ich das richtig sehe, drehen die Fahrt ab. Die feige Schweine. War ein riesiges Holzbrett in der Panta. Ja, die fahren weg. Okay, so, ey, hier sind eigentlich Dinger, hier sind Treibgut hier links von uns. Guck mal kurz auf die Karte, wo Zwiebel uns jetzt hinmanövriert hat. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, ne? Fetchers Rest. Es ist halt keine Mission aktiv, Leute, ne? Genau geradeaus müssen wir. Okay. Aber an diesen Klippen vorbei, nehme ich mal an. Genau geradeaus. Ja, ich sage ja, an diesen Klippen aber vorbei. Klippen sind nicht auf der Karte eingezeichnet, um deine Frage vielleicht so zu beantworten. Verworfen werden? Nee, soll ich verworfen werden? Na gut. Es steht halt nirgends, was wir machen sollen.
Hatten wir nicht sonst immer irgendwelche Blätter oder ein Buch oder sonst irgendwas? Hätten wir uns vielleicht einfach noch eine Mission holen müssen? Nein, nein, wir haben die Mission. Wir wollen ja die Mission hier machen. Okay. Mene, du guckst, ob wir richtig fahren? Ja, ja. Ich hab doch gesagt, immer geradeaus. Bis wir an der Insel vorbei sind und dann müssen wir Ausschau jetzt langsam nach diesem Schiff halten. Also an der Insel, also, die jetzt vor uns liegt, da fahren wir dran vorbei? Genau. Ah, okay. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt schon mal Ausschau halten, ob wir irgendwo dieses Schiff sehen, weil es... Geisterschiff, oder? Dieses Geisterschiff, genau, dieses blau leuchtende Geisterschiff, das suchen wir hier. Grün, Mann, grün. Bei mir war es blau. Blau-grün. Du bist blau. Noch ja, nicht, wir arbeiten dran. Da hinten kommt dieser Vulkan, den sehe ich genau. Da schon. Dieter, ich habe uns richtig gelenkt. Ja, das wissen wir noch nicht. Also ich lenke wir hier. Wir wollen hier nicht den Mähne vor dem Abend loben. Was ist das denn da? Was denn? Die Lava-Insel da, die aussieht wie so ein Pitbull. Links, rechts von uns, meinst du? Ja. So. Könnt ihr die Segel vielleicht noch mal ein bisschen optimieren? Nope. Ich kann alles optimieren, weil ich bin Mr. Optimizer. Du bist der Optimizer. Du bist Optimus Prime. Der Wind kommt halt von... Ein bisschen weiter nach links. So einfach. Guck mal auf den Kompass, was du da sagst. Ist das? Ja, ein bisschen mehr nach Osten. Leicht nach Osten. So, der Optimizer hat noch mal die Segel gedreht. Hat er optimized. Flintlock Peninsula. Peninsula. War denn Peninsula nochmal? Jetzt hat. Wer pfeift hier? Wer hat den Geburtstag? Echt, ey? Ihr seid ein paar Tage zu spät, aber danke. Okay, Wind von vorne ist schon mal scheiße. Ja, besser kann ich die Segel nicht ausrichten. Dann kannst du doch gleich sein lassen. Gut, ich würde sagen, wir müssen halt einfach kreuzen. Happy Birthday, Zwiebel! Ja, danke. Nachträglich. Na, danke. Ihr habt mir ja gratuliert. Vielen Dank. So, was sagt das? Also, wir sind jetzt mitten in Devil's Roar. Ich habe irgendwie noch nicht ganz das Vertrauen, dass die Mission noch aktiviert ist. Ja. Aber wenn man sie anklickt, kann man sie nur wegmachen. Wir können ja einfach mal an der Insel vor uns rechts dann ankern und ich guck einfach mal, ob ich irgendwas hier drücken kann. Da ist irgendein Stab drauf. Missionen, Seemannsgang. Ja. Setze die Segel zu großen Abenteuern. Zwei Seelen sind nun vom Flug der Ashen Dragon befreit. Wo befindet sich die dritte? Ja, das ist die Frage. So. Verwerfen oder zurück? Mehr geht nicht. Gerade ein Logbuch. Ich gehe mal aufs Gehen erst, vielleicht sehe ich da was mehr. Also, was soll ich jetzt machen mit der Insel? Links oder rechts ran vorbei? Ich fahre links vorbei. Einfach weiter erstmal segeln. Einfach weiter. Weiter. Weiter, weiter. Da brennt auf jeden Fall die olympische Flagge. Nicht schlecht. Fackel. Mount Olymp. Hier. Wir haben Belobigung 4 von 10 schon in der Na, Geschichte. Das ist ja schon mal was. Zwei weitere Infos. Reise zu Shipwreck Bay und suche das Logbuch des Captains im Herzen, mein Geheimnis von Bund und Verrat aufzudecken. Ja gut. Ach stimmt, wir hatten so ein Logbuch. Außenposten Morrow's Peak. Ja, aber wo ist dieses Buch? Ja, das... Wenn ich jetzt hier auf Mission gehe, haben wir nichts. Wer bimmelt denn da? Ich. Gegenstände. Warum? Mission mehr. Land in sich. Ach, du bist oben im Krähen. Mehr. Wenn ich jetzt die Laterne hier hochhalte, passiert auch nichts, ne? Sollen wir die Insel hier mal erkunden, oder können nicht? Können wir machen. Ja. Fahr mal rüber. Ja, muss der Anker jetzt kommen. Ja, mal Anker. Alles klar. Hieronymo! So, ich pack mal erstmal meine Kanonenkugeln wieder aus dem Gepäck. Okay. Ich bin jetzt auch komplett voll. Mann. Wer ist Eil? Hüp. Nervt, dass es da jetzt keinen Hinweis gibt. Arschbombe! Ja, kriegen wir schon hin. Wir sind jetzt hier in der Region. Wir fahren ja noch ein bisschen hier rum. Und dann suchen wir das Schiff.
Wo ist denn der Brilli schon wieder hin? Ja, ich muss mich erstmal wieder entladen. Ach so. Aber das Wasser sieht hier ganz schön dreckig aus, irgendwie hier so. Auf Dreck stehen wir. Geil. Das ist doch der Staub von den Vulkanen bestimmt, ne? Meinst du? Geronimo! Du da oben steht hier. Ein Haus. Wo steht denn hier ein Haus? Weiß ich nicht. Fisch, ein Haus. Mango. Irgendwie ist das Wetter noch nicht so ganz so karibisch hier in den Landen. Nicht so ganz, ne? Ein bisschen links, diesig. Ja, das sieht aus wie Ostseeküste. Wer schreibt mich hier an? Da oben. Oh, das ist ein Dorf hier. Jo. Ausrüstungstruhe öffnen. Hier ist ein Haufen Zeug drin. Hier kommt, hört Zeug man irgendwie Skelette. Ja, ich höre auch welche. Ja, das ist hier, ihr müsst da mal über euch gucken. Die hängen in so Kisten, in so Gefängnissen. Ah, okay. Gut so. So, wer bist also du hier? Hier ist ganz normaler Ausstatter, oder was? Ja, der Ted. Ein Herrenausstatter ist hier. Ja, es ist hier so richtig. Sind wir, hier einem, wir sind ja einfach an einem Außenposten. Das ist ein mega lame. Sozusagen. Ja. Was sollen wir hier? Aber die haben coole Sachen. Kompass des Admirals. Der ist rot. Keiner braucht den Kompass des Admirals. Wo hast du den gefunden? Beim Ausrüstungsmenschen. Der hat eine goldene Laute, also eine goldene Drehleier. Ja, aber ich glaube, die macht halt, die sind halt wirklich nur optisch, ne? Ja, das ist alles nur optisch. Ist klar. Die ist Optik, weißt du? Das ist alles Optik. Du. Hey, Wendy, was hast du denn hier? Oh, rosa. Ui. Kaiserliche Drehleier des Herrschers. Was könnten wir uns denn mal hier? Geil. Wie viel Geld habe ich denn? So, 70.000, da kann man sich Chester. Doch mal was leisten hier, oder? Chester, wer bist du denn? Was hast du denn im Angebot? Mm. Bekleidungsgeschäft, genau das suchen wir doch. Handschuhe. Was haben wir noch? Hier, Jacke. Mal was anziehen. Geil, das schöne Krakner, Dortmunder. Ja. Schöne Dortmunder. Was Dortmunder? Schöne Dortmunder Knarre jetzt hier gekauft. 27.000. Es gibt sogar Eimer, ey. Man kann sich sogar designte Eimer kaufen. WTF. Ein Papageieneimer. Mhm. Oh, das sind aber schöne Sachen, du. Da muss ich aber jetzt mal gucken, ob ich da ja, komm, mal Geld jetzt. Ausgebe. Wir kaufen uns mal einen Eimer. Ein Krakeneimer. Leute? Ja. Oh, 60.000 habe ich nicht. Guck mal bitte, Zwiebel, wie sieht meine Waffe aus? Warte. Schwarz-gelb. Warte. Kaufen wir mal ein Krakenbanjo. Und ich muss mir noch eine Drehleier kaufen. Warte, ganz kurz. Ich bin sofort bei dir. Ja, ja. Das kaufe ich mir. Das. Ja. You'll be back. Wo bist du? Auf jeden Fall. Hier. Was soll die sein? Oder mein Säbel. Ist der gelb? Nö. Da muss ich das erstmal ausrüsten. Oder was? Das musst du erst ausrüsten, glaube ich, in der jeweiligen Kiste da, ja. Wo ist die denn hier? Auch in blau. Hallo Wednesday, ich hab dir gerade was abgekauft jetzt. Und wo jetzt pass mal auf, denn? Du. Kann ich schon sehen, wie ich jetzt aussehe. Also ich hab dir gerade über 30.000 gegeben und finde die Sachen aber nicht. Ja, das ist natürlich scheiße, ne? Wo kann ich schon sehen, wie ich aussehe? Ich will sehen, wie ich aussehe. Wo hast du das Zeug jetzt gekauft? Ich? Ja. Gegenüber. Ah. Da ist nicht so eine Kiste. Doch, die hängt doch hier an der Wand. Arsenal. Oh. Wo? Das ist Arsenal. Hier. Da. Ah. Wie sehe ich denn jetzt aus? Ich stehe neben euch. Warte, ich gehe noch extra aus dem Laden raus und gucke. Du hast Farbe im Gesicht. So, jetzt, oder? Und ich habe meine Nippel versteckt, oder? Jetzt habe ich einen gelben Säbel, oder? Einen goldenen Säbel hier, oder? Ja, hast du. Oh, ja, so halbwegs. Warte mal, ich mache mal hier so ein bisschen Licht. Oh, schicki, schicki. Und du, was hast du da? Warum hast du deine Nippel versteckt? Hab ich du bist das hässlich an? Wie eh und je. Ey. Wieso habe ich das nicht an? Warte mal. Und hier, guck dir die Büchse an. Zwiebel, guck dir die Büchse an. Wie schön? Ja, guck mal meine an. Andi, die habe ich noch nicht ausgerüstet, oder? Nee, habe ich gar nicht an. Warte. Ich bin ja gar nicht so. Nee, habe ich noch gar nicht gekauft. Ich bin ja so ein Schludrian. Das soll ich doch anhaben. So, kaufen wir uns mal hier so ein. Ne? Jawollo. Wenn man nicht weiß, wohin mit der Kohle, ne? Okay.
schließen. So, jetzt habe ich es an, glaube ich. Guck mal, ob ich jetzt umgezogen bin, bitte. Rilly? Ja, ich bin hier oben. Ja, guck mal neben dich, rechts neben dich. Bin ich jetzt umgezogen? Sekunde, die labert mich gerade voll. So, was? Oh ja, oh Gott. Wie siehst du denn jetzt aus, ey? Alter, wie siehst denn du aus? Warte, ich will auch gucken. Nicht mit? Aber das passt zu unserem Motto. Ja, ja. Schade, dass meine Zuschauer das nicht so richtig sehen können. Ah, das ist schon hart, ey. Okay. Guck mal, ich habe mir eine neue Flinte gekauft. Okay. Ja, von diesem mit diesen Augen und lila und blauen Streifen gibt's auch Klamotten. Ah, okay. Aber du siehst schon sehr fesch aus, auf jeden Fall. Danke. Also ich weiß jetzt nicht, wohin mit dir, in welche Ecke, aber... ich möchte nicht einsortieren. Ey, warum leuchtet denn die so? Grace, wer bist denn du? Grace? Bist du Captain Sorgentod? Ah, guck mal, sprich mit dem Fährmann, Madame Olivia, Grace, Tallulah und... Okay. Bin ein bisschen angetrunken, Leute. Wieso? Achso. Ich hab mal einen reingestellt. Er war, als der die Sorgen in meinem Leben gemacht hat. Mein richtiger Name ist Captain Morgenrot. Ja, aber seit mein Schiff ein Wrack ist, bin ich eigentlich kein Captain mehr. Nenn mich Grace. Was kriegen wir denn bei Grace? Anders. Kann ich dir nicht übel nehmen. Bla, ich hab bla, keine bla, Gerade gesprochen. Bla, 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 bla. Bist du nicht die, die ihr Bündnis verraten hat? Ich? Hast du etwas... Klick's nicht an. Das ist total lang, was sie da erzählt. Ja, lies es nicht. Mann, ich klicke hier immer fünfmal auf den gleichen Scheiß. Ha? Fuck, Alter. Oh. Weiß nicht, was die mir jetzt bringt, die alle. Gar nichts. Moving on. Bist du eigentlich in RL jetzt auch hart, oder warum klingst du so? Lass mal wieder aufs Schiff. Guck mal, Brilli, ich hab hier, guck mal, meine Flinte hier. Oh, auch. Jo, und guck mal, mein Messer hier, da, du. Oh, auch nicht schlecht. Und noch schöner, wo ich eigentlich noch besser, was ich noch besser finde, ist ja hier, der hier. Guck mal hier, du. geiler Hobel, nicht wahr, du? Wo waren denn die Musik? Warte mal, ich ein Musikinstrument will ich auch noch. Und ich habe hier sogar so ein Banjo, du, hier so ein Banjo. Ich will das teuerste, was du hast. Sortieren nach Preis absteigend. Als ich irgendwie näher schmerzte mir der Schädel. Wer weiß, was für ein faules Wissen daran steckt. Macht einen Fluch zu sprechen, über einen Fluch zu sprechen. Haben ist schon geil. Bekomme bald wieder, wenn ich mich um die anderen gekümmert habe. Morgen wird eine harte Nuss, sie ist schlau und sie beobachtet mich, aber auch sie muss. Okay. Also haben wir. Aha, guck mal, ich kann jetzt hier 200 Gold zahlen und dann bekomme ich gewährt Zugang zu Goldjungefahrten. Mach ich mal. Und Goldmatrosefahrten kann ich auch leer freischalten. Ah, warte mal. Goldschlepperfahrten, ne? Die nehmen wir doch mal mit, Freunde. So, das ist das. Now you tell your friends at high. Was ist denn das hier? Aufruf an alle Sammler. Piraten, die diese Woche Truhen des Captains, Festungstruhen oder Truhen antiker Tribute bei den Goldsammlern abliefern, erhalten zusätzliche Gefallen. Aha. Oh, die Goldsammler, interessant. Hast du dir eine Seefahrt von den Goldsammlern geholt? Nee. Bitte mit dem Zwiebel. Ich habe mir hier alles Mögliche von denen geholt. Ich habe mir hier die Titel von denen erkauft und habe dann da einiges gekriegt so. Und ich trinke. Naja, nicht. Also, nicht. Fahrten, sorry, Fahrten habe ich mir von denen erkauft. Ah ja, das habe ich dich doch gerade gefragt. Ja, habe ich. Okay, dann brauche ich ja die nicht nochmal kaufen. Leute, lass mal hier. Schiff. Ja, warte, ich mache hier komplett Krabbenkrabbler, mache ich hier. So, ich bin schon fast wieder auf dem Schiff. Schön. Mal gucken, mal Banane, Holz, Bomben. Und nun gucken wir mal. Ja, das passt doch. Hier raus mit der ganzen Kohle. Be careful out there. Yeah, be careful. Hallo, ach F. Guck
Coole Trommel, Brilli. Ja, ne? Ja, hat er sich eine Trommel gekauft? Ja. Eine Krabbentrommel. Geil. Das ist der Style, wo du auch die Knarre von hast. Ja, ich weiß, ich habe noch mehr von denen jetzt. Hä? Ich habe mir noch eine Augenklappe gekauft. Komm, wir fahren ohne Zwiebel los. Jupp. Hä? Ist das Aussehen oder was ist es dann? Ja, muss ja. Wo kann ich hier meinen? Wo gibt's denn meinen? Der Mene macht die Pantomime. Möchte gern campen. Ah, sehr gut. Guck mal, Mene, das hast du gerade gemacht. Geh mal auf meine Position. Warte. Und jetzt, du musst dir natürlich vorstellen, wie du aussiehst. Richtig scheiße. Ja. Alter, der Typ. Und dann hast du den hier gemacht. Ah, geil, okay. Verstehe. Das sah bestimmt witzig aus. Sah es. Der Wind kommt von da. Okay, das ist natürlich wieder scheiße. Wir sind übrigens schon bei 25 Minuten. Ja, ja, du musst mal herkommen. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Und ich habe neue Gewänder an und die lasse ich gerade schön auf Haut schrumpfen hier im Wasser. Oh, habt ihr das gehört? Nein. Was denn? Das klang nach Seemonster. Echt? So. Hol das andere Segel auch noch mal rein, bevor wir jetzt einen Anker lösen. Das fahren wir genau in die Insel. Ja. Wir müssen erstmal drehen. Aprili, du bist ja schon dran. Okay. Oh, wie... Fettbacke. Was ist los, Ivan? Da sind aber einige Krebse für gestorben. Ich glaube, so rum ist besser. Die habe ich auch gefressen. Oi, oi, oi. Alter Falter, also es macht bei deinem Körpervolumen auf jeden Fall was aus. So, ich lichte mal den Anker, oder sollen wir die Folge an der Stelle beenden? Ja. Ja. Alles klar. Dann, Brilli, Zwiebel, vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gern. Bist du jetzt weiterhin der Zwiebelpeter oder bist du jetzt der Krabbenpeter? Ich überlege mir noch einen Namen für dich. Oh, der heiße Trommel, du. Hier. Ach, weißt du was? Guck mal, ich baller mir mal einen rein. Ich habe mir nämlich so einen schönen Becher noch gekauft. Guck mal hier. Hier, guck mal so. Oh. Bist du widerlich. Weißt du, was das Gute ist an seinem ganzen Outfit? Wenn wir mal im Kampf gegen echte Menschen hier sind, die werden immer ihn angreifen, weil er leuchtet einfach in allen Farben. Na gut, ja gut, bei dir haben sie Angst, dich anzugreifen, so wegen Minderheit und so. Und schreibt mal in die Kommentare, wo wir unsere Mission weitermachen können. Bis denn, tschüss. Ciao. Ciao, Leute.